Hallo zusammen, heute geht es um das Thema Abmahnung. Ja, was ist überhaupt eine Abmahnung? Eine Abmahnung ist eine Aufforderung, eine bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen. Es ist also ein Instrument des Arbeitgebers. Und bevor wir gleich ein bisschen in die Tiefe gehen, starten wir nochmal mit einem kleinen Quiz. Ihr sollt entscheiden, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Die erste Aussage lautet, eine Abmahnung muss schriftlich erfolgen. Und diese Aussage ist falsch, ja, liebe Leute. Ich wette mit euch, ihr wolltet richtig ankreuzen. Habe ich euch gekriegt? Nein, tatsächlich. Also eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. Bei einer Abmahnung gibt es keine Formvorschrift. Die kann sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen, ist also auch mündlich gültig. Aber seien wir ehrlich, das macht eigentlich fast keiner. Eine Abmahnung ist in der Regel in der Praxis schriftlich, hat auch gute Gründe, werden wir nachher noch sehen. Also das war schon mit dem kleinen Quiz. Ich wollte euch mal ein bisschen schocken. Ich hoffe, das habe ich geschafft. Und wir machen jetzt weiter mit den Unterschieden bzw. dem Unterschied zwischen einer Ermahnung und einer Abmahnung. Das wurde ich auch schon tatsächlich von einem Schüler im Unterricht gefragt. Was ist der Unterschied zwischen einer Ermahnung und einer Abmahnung? Und ihr könnt euch das so vorstellen wie beim Fußball, wenn ihr jemanden foult, ja, und der Schiedsrichter pfeift und sagt, hier, Freundchen, so geht aber nicht, ne? Also da werdet ihr quasi ermahnt, aber ihr habt noch keine Karte oder so bekommen. Ne? Einfach nur kurz, hey, Vorsicht. Ne? Und eine Abmahnung ist dann schon etwas konsequenter. Das heißt, beim Fußball wäre das dann quasi die gelbe Karte. Ja? Also ne, quasi dann eine Abmahnung, eine gelbe Karte. Und wenn ihr dann weiterhin fault, könnte sein, dass es dann auch die rote Karte gibt. Also entsprechend die Kündigung. Kommen wir jetzt zu den Funktionen einer Abmahnung. Also eine Abmahnung hat drei Funktionen. Das ist zum einen die Hinweisfunktion, also der Arbeitgeber weist den Arbeitnehmer auf sein Fehlverhalten hin. Ja, dass du hier, du hast da Mist gebaut. Hier, ne, wollte ich dich darauf hinweisen. Dann die Warnfunktion. Ja, also hör mal, wenn du das jetzt nochmal machst, dann gibt es aber Ärger, ne? Also Konsequenzen, Sanktionen und eine Dokumentationsfunktion. Ja, also dass man sagt hier, ich habe das alles dokumentiert. Das ist quasi ja, aus Beweissicherungsgründen, kann man sagen. Ne? Also wenn das nochmal irgendwie vorkommt, dann kann ich hier sehen, aha, guck mal, der hatte schon eine Abmahnung hier. Und auch wenn das zum Beispiel vor das Arbeitsgericht geht oder so, habe ich hier einen Beweis, Dokumentationsfunktion. Deswegen macht zum Beispiel auch eine schriftliche Abmahnung total Sinn. Ne? Also mündliche Abmahnung kann ja nachher einfach sagen, nö, habe ich nicht bekommen. Ja? Und so schriftlich hier, zack, musst du ja auch noch unterschreiben, das ist auch noch die Abmahnung erhalten hast und dann kann man das nachher auch vom Arbeitsgericht dann darlegen. Also die drei Funktionen, Hinweis, Warn- und Dokumentationsfunktion. So, was sind denn Gründe für eine Abmahnung? Ja, das können ganz unterschiedliche Gründe sein, wie zum Beispiel Beleidigung, Arbeitsverweigerung oder auch unentschuldigtes Fehlen, Nichtbeachtung von Anweisungen oder auch wiederholte Verspätung. Ja, unter anderem, es können auch noch andere sein, wie zum Beispiel Rauchen. Wir wollen jetzt hier nicht auf alle eingehen, aber wenn ihr schon mal 3, 4 Gründe für eine Abmahnung nennen könnt, super in der Klausur oder in der Prüfung. So, ja, so eine Abmahnung, die kann man aber nicht einfach so aussprechen bzw. niederschreiben. Da gibt es bestimmte Anforderungen. So, was sind denn jetzt die Anforderungen an so eine Abmahnung? Also eine Abmahnung, die hat gewisse Kriterien. Ihr könnt nicht einfach sagen, ja, ich mahne dich ab, weil du zu spät gekommen bist. Das reicht nicht, auch nicht schriftlich. Ihr könnt nicht einfach schreiben, Sarah, kriegt eine Abmahnung, weil sie zu spät kam. Das reicht nicht, sondern so eine Abmahnung muss konkret und detailliert sein. Also konkret und detaillierte Darstellung des Fehlverhaltens. Was genau ist da passiert? Warum bekommt derjenige diese Abmahnung? Und dann könnt ihr euch so an verschiedenen, ja, Kriterien orientieren. Also erstmal, was war das Fehlverhalten? Was genau hat der Mitarbeiter getan oder auch nicht getan? Ja? Wo? Ja? Also wo genau kam es zu diesem Fehlverhalten? Die Ortsangabe? Wann, ganz wichtig, ne? Wann ist es zu dem Fehlverhalten gekommen? Also wenn ihr zu spät kamt, wann war das? Um wie viel Uhr, an welchem Tag und so weiter, Datum, Uhrzeit. Eventuell gab es auch noch Zeugen, die das bestätigen können. Das ist natürlich ziemlich mies, ne? Wenn andere Kolleginnen und Kollegen das dann ja, bezeugen müssen. Und ganz, ganz wichtig, auch die Konsequenzen müssen aufgeführt sein. Also welche rechtliche Konsequenz hat denn das Fehlverhalten im Wiederholungsfall, ne? Zum Beispiel die Kündigung. Gut, ist soweit alles klar? Sehr gut, okay.
Super. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von meiner Seite. Macht's gut, euer Herr Gerold. Get away.